Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit uns unterwegs seid. Heute präsentieren wir euch ein Einfamilienhaus in ruhiger Siedlungslage von Stadtflur. Und wie das von innen aussieht, da schauen wir uns jetzt einmal an. Kommt gerne mit rein. Wir sind jetzt durch die Haupteingangstür reingekommen und sind jetzt hier direkt im Dielenbereich des Hauses. Zur rechten Seite haben wir dann einmal ein Badezimmer. Auf der linken Seite im Moment verschlossen, aber ein Durchgang zu einem weiteren Zimmer. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen einfach mal geradeaus durch den Essbereich, durch die Küche. Und dann haben wir hier unten noch ein separates Zimmer, was man natürlich auch von der Küche noch einmal abtrennen kann. Ansonsten super Nutzungsmöglichkeiten. Auch als Büro zum Beispiel. Von hier aus setzen wir unseren Rundgang einfach mal fort hier in der Küche. Mit Insel, sehr kommunikativ. Und wir sind gerade so ein bisschen durchgehuscht durch das Esszimmer. Da gehen wir jetzt drauf zu. Geht geradeaus durch. Mit Übergang zum Wohnzimmer. Und vom Wohnzimmer können wir dann auch direkt rausgehen in den Garten. Einen kleinen ersten Blick wagen wir schon mal raus. Hier noch einmal der Blick von der anderen Seite. Wir haben dann hier zur Linken auch noch einmal einen Hauswirtschaftsbereich. Ebenfalls mit Zugang nach draußen. Zur rechten Seite haben wir einmal einen Kellerabgang. Also Stauraum ist auch dort vorhanden. Wir gehen aber jetzt erstmal nach oben. Dort haben wir hier auf der linken Seite das erste Schlafzimmer. Hier einmal Blick in den Flur mit fester Treppe nach oben. Links haben wir dann das Badezimmer. Gegenüberliegend dann ein riesiges Zimmer, was wirklich über die ganze Länge des Hauses geht. Könnte man dann, wenn man möchte, auch nochmal unterteilen. Und wenn wir die Treppe raufgehen, haben wir noch einen ausgebauten Bodenraum. Das war der Rundgang durchs Haus. Wir machen jetzt draußen weiter. Wir gehen jetzt einmal durch die Seiteneingangstür nach draußen, haben dann hier eine schöne geschlossene Terrasse oder halbgeschlossene Terrasse mit Zugang hier zur Auffahrt. Dann haben wir diverse Freisitzmöglichkeiten hier in diesem tollen Garten. Diverse Abstellmöglichkeiten hier auf der rechten Seite. Rasenfläche, Gartenhaus, richtig viel Platz. Hier noch einmal eine Rückansicht auf das Haus, rechts auch noch mal mit einem separaten Carport. Und mit dieser Ansicht verabschieden wir uns hier aus dem Nordhorner Stadtteil Stadtflur. Wir bedanken uns fürs Zusehen, wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Immobilienteam der Grafschafter Volksbank.